Das ist Robokin und heute feiern wir Silvester. Nein, wir feiern heute kein Silvester, aber das tun die Leute in diesem Film heute auch nicht. Zwingend. Catch the Killer heißt das Ganze und ist ein Thriller aus dem Jahr 2023, ist nun im Dienste von Prime Video verfügbar, braucht also nichts extra zu bezahlen, wenn ihr euch den Streifen reinziehen wollt. In der Silvesternacht snipert einer in einem Umkreis durch die Gegend und das versetzt die Leute natürlich in Angst und Schrecken. Mittendrin die Polizistin Eleanor, die auch recht geistesgegenwärtig und vorbildlich reagiert, kommt dann auch noch an den Tatort dazu, wo schon das FBI zugange ist. Der Leiter der Ermittlungen ist Lamarck, gespielt von Ben Mendelsohn, und der entdeckt gleich irgendwas in Eleanor und möchte sie in seinem Team haben, denn der hat auch so ein paar Profiler-Fähigkeiten, die ihm auf jeden Fall helfen werden oder helfen sollten, diesen Killer zu schnappen. Eleanor hat er dann so dabei als quasi Verbindung zwischen FBI und eben der Polizei. Und dann geht's los, den Killer schnappen. Dabei ist das auch intern nicht so ganz einfach, denn Eleanor, die hat eigentlich schon immer Ambitionen gehabt, zum FBI zu kommen, wurde dort aber abgelehnt, denn ihre psychischen Probleme und Medikamentensucht, ihre frühere, die haben ihr da einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber Talent hat sie auf jeden Fall. Und da muss ich jetzt halt schon mal sagen, dass mir diese Komponente ganz gut gefallen hat. Die waren nicht so, da kommt random irgendeine Polizistin, die nehme ich in mein Team mit auf. Nee, das ist schon ganz glaubwürdig gemacht, wie Ben Mendelsohn oder warum er genau sie auswählt. Und man bekommt auch im Laufe dieser Ermittlungen mit, dass er eine recht schnelle Auffassungsgabe hat, was eben ja hauptsächlich Täter angeht und einfach ein Star-FBI-Ermittler ist. Für Eleanor ist das halt eben die Chance, sich da nochmal zu beweisen. Allerdings hat sie auch so einen gewissen Gerechtigkeitsdrang und findet aber schnell raus, sie findet raus, dass es da nicht nur um die puren Ermittlungen geht, sondern dass ganz schnell auch politisch werden kann, wenn sich die Regierung gerade in so einen heiklen Fall einmischt. Auch die Beziehung zwischen ihr und Lamarck ist nicht so 100%, hey, das ist mein Küken, auf das passe ich auf, das ziehe ich hoch. Der weist sie auch schon öfter mal in ihre Schranken, wenn sie halt was nicht richtig getan hat, und so ergänzen die beiden sich. Generell das ganze Team fand ich ganz gut. Da ist noch einer dabei, Mackenzie ist das. Auch öfter so vielleicht so die rechte Hand von Lamarck, würde ich sagen. Wird gespielt von Jovan Adepo. Hab mir jetzt auch nicht angeschaut, was der so alles getrieben hat. Aber das hat alles schon super gut harmoniert. Ben Mendelsohn, der ist halt natürlich riesig. Er ist echt einer meiner Lieblingsschauspieler. In diesem Film macht er einen guten Job, aber der ist in solchen Rollen nicht wirklich gefordert. Ich sage euch, und ich habe es bestimmt schon mal in irgendeiner Kritik gesagt, zieht euch mal den Film Killing Them Softly rein, wenn ihr das noch nicht getan habt. Da spielt er nämlich eine Rolle, sage ich euch, ey, so habt ihr diesen Mann noch nie gesehen. Also richtig, richtig geil. An sich Catch the Killer. Ein furchtbarer Titel, würde ich sagen. Und ich hatte ihn letztes Jahr schon auf der Rechnung, wollte ins Kino gehen, habe es dann aber nicht geschafft. Ich habe durch Zufall den Trailer gesehen und er hat mich schon wirklich gepackt und dachte, ey, das könnte ja echt was werden, auch wenn der Name so kacke ist. Denn rein davon, wenn ich jetzt so durchschauen würde, was ziehe ich mir jetzt heute Abend rein, würde mich der Titel Catch the Killer, würde ich sagen, das ist halt so eine 0815 Nummer und wird auf jeden Fall eher nix. Ich wurde aber positiv überrascht. Der Thriller ist richtig, richtig gut. Und der spielt da schon in
Ja, ich würde schon sagen, in der Top 10-Reihe bei mir irgendwo mit. Er ist natürlich kein 7, er ist auch kein Prisoners oder sowas, aber ich fand ihn schon richtig gut und er war auch teilweise hart, die Stimmung war teilweise zum Zerschneiden dick einfach. Da gibt es die Szene, wenn sie durch das Leichenschauhaus laufen und da sind halt eben diese ganzen Leute, die an Silvester weggesnipert wurden. Das ist schon krass und der Killer tritt auch nochmal auf den Plan, also der hat nochmal eine Action und man sieht ihn in Real Life quasi. Aber dann, wenn es zur Action kommt, geht es einfach ins Schwarz und man sieht das dann später in den Überwachungskameras, was der da halt abgezogen hat. Das fand ich schon, die haben die Stimmung schon gut getroffen. Und auch das Ende, das Finale, also das ist schon grob. Wobei ich dann aber sagen musste, irgendwie war das Finale so durchwachsen. Ich weiß, es ist halt schwierig, irgendwie so das perfekte Finale so hinzubekommen. Aber wenn man so einen Streifen halt sieht, dann erwartet man halt schon was Dickes. Insofern war das schon ganz gut, aber es waren was da so passiert, waren so ein paar widersprüchliche Dinge. Und deswegen habe ich mir dann, nachdem ich ihn gesehen habe, nicht gleich eine Review gemacht, sondern ich habe mir gesagt, ich muss da jetzt erst nochmal drüber schlafen und ob ich dieses Ende auch am nächsten Tag wirklich noch gut finde. Und ich muss sagen, ja, ich kann damit leben, das war gut. Catch the Killer. Schaut euch diesen Streifen an. Vielleicht habt ihr ihn sogar schon gesehen. Schreibt es in die Kommentare, ob das wirklich ein richtig guter Thriller ist oder ob ich da einfach nur ein bisschen überreagiere. Nee, mir hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich bin mir auch ziemlich sicher, wenn ich damals das Geld fürs Kino und Popcorn und so weiter ausgegeben hätte, hätte ich es auf jeden Fall nicht bereut. Null Komma gar nicht. Catch the Killer mit Shailene Woodley und Ben Mendelsohn auf Prime Video. Mich würde es freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt. Ich werde versuchen zu antworten, auf jeden Fall. Ein Like und ein Abo würde ich mich natürlich auch drüber freuen, dass wir vielleicht irgendwann die Tausender-Marke knacken. Mein Gott, jetzt langt's aber langsam. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.